Willkommen zurück bei Schatten des Krieges. So, wir waren auf dem Weg zum nächsten Artefakt. Oh, das ist gerade unten. Oh, nicht so weit weg. Mal gucken, ob wir da irgendwie nicht drauf kommen. Okay. Versuch was wert. Durch die Lektüre von Die Geschichte und die Völker Gondors lernt jedes Kind unzählige Lektionen über die Geschichte unseres Reiches, unsere Könige und Helden, unsere Schlachten und Siege. Das gilt doppelt für diejenigen von uns, die an Gondors Grenzen aufwuchsen. Die Lehrer meinten es gut. Sie wollten uns inspirieren, doch all die Geschichten von Gondor erinnern uns daran, wie sehr wir Mordors Bedrohung ausgesetzt sind. Gondors Geschichte. Triumph in einem Kapitel, Verzweiflung im nächsten. Kümmere dich um das noch ungeschriebene Kapitel. Jo. Machen wir. Oh, was wollte ich jetzt noch machen? Ich glaube, hier ist noch so ein dummes Monument. Wie viel haben wir denn davon? Ich glaube, das war das letzte, oder? Ne, hier unten ist noch eins. Aber wenn wir jetzt hier schon mal in der Nähe sind, nehmen wir das gleich mit. Diese Karagors. Ich mag nicht. Was ist er denn? Nein, 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 nein! Ich wollte mich jetzt nicht anlegen, Jungs. Scheiße, sonst gucke ich immer, ob da ein Hauptmann steht und diesmal gucke ich nicht. Und natürlich steht einer da. Alles gut, das Ding ist schon hier. Was ist jetzt? Machst du kaputt? Wieder zu schnell gedrückt. Ich weiß, dass du mir gleich in die Fresse haust, wenn ich jetzt wieder da rauskomme. So, wo wollte ich jetzt noch hin? Wo ist denn eigentlich die nächste Story-Mission? Ich verstehe das gerade nicht so genau. Warte mal. Ach, hier wieder, ne? Hier verfügbar, Minas Ithil. Muss ich wieder hier zurück, hä? Ja. Ja, bevor wir da wieder zurückgehen, würde ich sagen. Hole ich mir noch diesen Dings da drüben. Ihn hier. Dann haben wir das schon mal weg. Und ich könnte mir hier unten noch den Außenposten krallen. Dann nervt er auch nicht mehr so. Halt ist da eine. Ja, ja, jetzt hauen wir halt eine. Hier ist ja auch ein Außenposten. Wieso kann ich den nicht? Wo ist er hier eigentlich? Feuerwasser. Ach, das ist die Sabberlippe. Ich kann ja hier hinreisen, genau. Ja, jetzt kann ich natürlich nicht reisen, weil ich gerade angegriffen werde. Leck mich. Ich will jetzt nicht. Ich
Das finde ich aber. Bin ich überhaupt richtig? Könnte sein. Gucken wir mal. Müsste hier so rum? Ja, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Ja, ja, hier ist die Mission. Von dem Außenposten. Die starte ich jetzt gleich mal. Außenposten und Duri Balasch. Locke Muck den Giftmischer hervor, indem du seine Jäger tötest. Mach ich. Und jetzt endet die Jagd. Wir werden sehen. Von Vorsprüngen geworfene Feinde. So, die muss ich dann packen und da runterwerfen, ja. Ach Quatsch. Kommt mal hoch, Jungs. Was hat Bertrams das Feuer anzünden? Alter, Alter, Alter. Das ist nicht gut. So, ich glaube hier oben. Oh, jetzt haben sie Alarm geschlagen. Egal, das macht nichts. Zack. Wie gefällt dir das? Oh, Kacke. Ich muss dir mal einen aussaugen, das vergesse ich immer. Ey. Kommt mir einer mal hier hoch? Doch, ich bin schnell. Hoffe ich zumindest. Oh oh. Wer tötet meine Jäger? Das darf nur ich! Ich wollte ihn jetzt noch gar nicht herbeilocken. Das war vielleicht ein ungünstiger Zeitpunkt. Der Verschwächen. Anfällig gegenüber Schleichtodesstößen. I'm amused. Ach, die sind alle verschwunden, Gott sei Dank. Wer hat mich jetzt gesehen? Schneller! Hallo! Ein Kratzer! Mir ist nicht nötig!
Keine tiefe Wunde, kein durchtrenntes Glied, nur die kleinste Berührung. Ja, du hast Gift, ich hab's verstanden. Das ist nicht nett. Das war gut. Sehr schön. So wollte ich das sehen. Geschosse mehr. Den Schattenangriff habe ich auch vergessen. Den kann ich ja jetzt auch. Jetzt machen wir erstmal das Ding platt hier noch. Oh doch. So. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich als nächstes hin will. Eigentlich wollte ich hier raus. Jetzt muss ich erstmal irgendwie da rauskommen, ohne dass ich nicht mehr entdeckt werde. Damit ich schnell reisen kann. Sehen die mich jetzt noch? Schauen wir mal. Darf ich? Ja, ich darf schnell reisen. So, wir reisen jetzt zurück zur Story-Mission wieder. Das andere Gebiet. Einmal markieren und einmal hier hinreisen. So. Vielleicht lege ich mich auch noch mal mit meiner Maschine an. Schauen wir mal. Jetzt erstmal den Story-Auftrag. Und die Maschine, die würde ich mal gerne rekrutieren, weil der geht mir nämlich übelst auf den Sack, weil der immer wieder neu kommt. Vielleicht lege ich mich erst mit ihm an, wenn ich den rekrutieren kann. Weil der kam jetzt schon dreimal wieder. Und jedes Mal ist er stärker. So. Was ist das überhaupt für ein Auftrag? Warte, ich will erstmal gucken. Der Feind hat sich bei der Arena versammelt und der Hexenkönig fordert den Grabwandler heraus. Oh nö, nicht gegen Hexenkönig. Oh oh. Die Orks, es werden immer und immer mehr. Sie bereiten einen neuen Angriff vor. Dein Vater ist seit der letzten Schlacht verschwunden. Ich werde nach ihm suchen lassen. Was ist er denn? Welch Teufelswerk ist das? Der Hexenkönig ist gekommen, um mit uns zu verhandeln.
Vaters. Meine Orks haben euren General. Schickt mir den Waldläufer vom Schwarzen Tor. Möge er durch die Hand meines Champions sterben. Im Gegenzug bleibt euer Anführer verschont. Weigert ihr euch, wird alles Lebende leiden. Ich komme wegen dir, Talion von Gondor. Du musst verstehen, dass die Uruks keinerlei Gnade kennen, dass mein Vater längst tot sein könnte. Ignoriert ihren Spott. Wir dürfen nicht zulassen. Die Uruks lieben das Spektakel. Wir ziehen alle Blicke auf die Arena. Dann schleichen wir in ihr Lager und suchen meinen Vater. Kann ich das von dir verlangen? Sie werden ihr Spektakel bekommen. Töte ihn nur nicht zu schnell. Mal sehen. Oh, das sieht mal nice aus. Sie scheinen viel von ihrem Champion zu halten. Alles ist sicher, von der Größe her ist er im Vorteil. Das stimmt. Aber wir sind in der Überzahl. Deine Stadt wird brennen. Die Plage der Menschheit wird ausgebrannt werden. Ah, cool, der Ober. Oh, Kacke. Das ist dein Ende, Einbrecher. Au. Ich werde dich geißeln. Jetzt habe ich mich selber angesteckt, so eine Kacke. Warte mal. Da war ja was mit dem Kopf schießen, ne? Kann ich nicht aussaugen. Sei geläutert. Oh, Kacke. Das ist gar nicht so scheiße, der Typ. Können wir ihn ein für alle Mal vernichten? Ich drück mal einen verkehrten Knopf. Komm her. Boah. Ich kehre zur dunklen Flamme zurück. Doch sie verzehrt alles. Sie wird dich verschlingen. Ebenso wie deine Stadt. Puh. Oh, ab der Arm. Holy fuck. Du hast gut gekämpft. Zu gut. Idril braucht mehr Zeit. Nein. Soll ich für sie tanzen? Nun, wenn du es so nennen willst. Was soll ich machen? So, verhöhnen. Ich kam in diese Arena, um gegen Saurons Recken anzutreten. Ich warte immer noch
Oh nein. Was ist er denn? Hinausgetragen von einem Dutzend Orks in ein Dutzend Einzelteilen. Ah. Okay. Das ging jetzt so schnell mit den Knöpfen. Das kann ich überhaupt nicht drücken. Und wieso brennt mir immer der Arsch? Danke. Schön. Erst wenn du blutest. Na gut. Bye bye. Gereinigt. Okay, was ist denn gereinigt? Oh, ich habe einen neuen Dolch.